Hallo, ich möchte euch heute meinen Leatherman Bond vorstellen. Der Leatherman Bond ist vom Leatherman BSD inspiriert. In den Funktionen sind die beiden Leathermans sehr ähnlich. Das Design der Werkzeuge ist jedoch etwas unterschiedlich. Das Bond hat die gleichen Werkzeuge wie beim Reber. Es fehlen jedoch die Säge und das Wellenschliffmesser. Dafür habe ich die Möglichkeit für einen Clip. Der Clip ist der gleiche wie beim Leatherman Free. Der Taschenclip ist jedoch nicht im Lieferumfang vorhanden. Die Zange ist gleich groß wie beim Wave. Sie ist auf den Seiten auch so abgerundet. Jedoch fehlt beim Bond der wechselbare Radschneider. Der Grund wird der sein, weil das Leatherman Bond zu den günstigsten mittleren Multitools gehört bei Leatherman und dadurch weggelassen wurde. Die einzelnen Werkzeuge beim Leatherman Bond sind nicht verriegelt. Sie werden da hinten gehalten. Jedoch habe ich einen gewissen Fingerschutz, weil aufgrund der Konstruktion das Messer nicht ganz einklappt. Beim Leatherman Reba wird es hier hinten gehalten. Zu den Werkzeugen. Wir haben die Spitzzange mit Drahtschneider. Wir haben eine Feile. Einen Ring, wie zum Beispiel einen Bokeh-Clip oder einen Lanyard. Einen Schlitzschraubenzieher. Einen kleineren Schlitzschraubenzieher. Einen Bohrer. Auf der anderen Seite haben wir einen Phillips-Schraubendreher. Einen Kapselheber, Dosenöffner und Drahtabisolierer. Ein Messer aus 420 HC Stahl. Ich finde das Gewicht mit 160 Gramm sehr leicht. Für ein mittleres Multitool. Es hat nur 20 Gramm mehr wie das Skeletool. Ich trage meine Multitools in der Hosentasche mit dem Clip, daher weiß ich das geringe Gewicht zu schätzen. Beim Bond war ein Nylonholster dabei, den ich für sehr, sehr stabil und langlebig halte. Ich werde euch das Leatherman Bond, sobald es auf Amazon erhältlich ist, unten verlinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben und mich abonnieren, damit ihr kein Video verpasst.